Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sprechen heute nicht über ein neues Phänomen, aber über ein Phänomen, das Aufmerksamkeit verdient hat. Sexismus, sexualisierte Gewalt, Stalking, Grooming und Mobbing, das kennen wir alles aus der Offline-Welt. Für die Betroffenen, das sind in der überwältigenden Mehrheit nach wie vor Frauen, unterscheiden sich die Folgen nicht, egal ob die Taten online oder offline begangen werden. Wir stellen diesen Antrag heute, weil für uns nach wie vor die Chancen der Digitalisierung für die demokratische und gesellschaftliche Teilhabe im Vordergrund stehen. Das Internet ist und bleibt ein demokratischer Raum, den wir für politische Beteiligung nutzen wollen. Es ist auch ein Raum für eine politische Öffentlichkeit, die gerade dem feministischen Diskurs zugutekommt und gerade auch in den letzten Jahren zugute gekommen ist. Die zahlreichen feministischen Blogs, auch der neueren Strömungen, zeigen das oder auch Twitter-Debatten wie Aufschrei oder im Zug passiert. Das sind eindrückliche Belege für diese Entwicklung. Und darum wenden wir uns mit diesem Antrag heute zunächst auch an die betroffenen Frauen. Wir dulden es nicht, die Opfer allein zu lassen. Stichwort ist eben schon gefallen, Victim Blaming. Wir dulden es nicht, dass in der Demokratie Menschen davon abgehalten werden, klare Standpunkte zu beziehen. Und wir dulden es nicht, dass gerade junge Frauen in ihrem Engagement für eine geschlechtergerechte Gesellschaft eingeschränkt werden. Wir schaffen in Nordrhein-Westfalen bereits seit geraumer Zeit eine Basis für den selbstbewussten, eigenständigen und auch kritischen Umgang mit digitalen Medien über alle Ressorts im Übrigen. Dafür haben wir in den verschiedenen Ressorts die Mittel für die Förderung der Medienkompetenz deutlich ausgeweitet. Diesen Weg wollen wir gemeinsam mit unseren starken Partnern, einige sind eben angesprochen worden, fortsetzen. Wir haben seit gut einem Jahr die Landespräventionsstelle gegen Gewalt und Cybergewalt an Schulen in NRW, deren wichtige Arbeit wir weiter unterstützen wollen. Wir wollen ebenfalls die Fortbildungsangebote für die pädagogischen Fachkräfte in der Jugendarbeit, in den Schulen und auch bei den Mädchen- und Frauenberatungsstellen stärken. Auch das ist ein wichtiger Ansatz, der zeigt, sexualisierte Gewalt ist in allen Bereichen ein Thema, das auch in allen Bereichen wirksam angegangen werden muss. Wir wollen aber auch bei Polizei und Justiz für diesen Phänomenbereich sensibilisieren, denn die Erfahrungen mit Hate Speech in allen Bereichen zeigen, dass zu oft geltendes Recht, das offline selbstverständlich ist, im Online-Bereich nicht durchgesetzt wird. Das erleben wir im Umgang mit Hate Speech nicht nur dann, wenn diese gegen Frauen gerichtet ist, sondern eben auch in vielen anderen Bereichen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, dass wir zwar heute diesen, glaube ich, sehr wichtigen und sehr relevanten Bereich rausnehmen, dass wir aber darüber natürlich nicht vergessen dürfen und auch nicht vergessen wollen, dass Hassrede viele gesellschaftliche Gruppen trifft und auch an vielen Stellen bekämpft werden muss. Um diese Sensibilisierung zu erreichen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es auch sinnvoll, das Lagebild Cybercrime, um diesen Aspekt eben Hassrede zu ergänzen. Dann haben wir auch eine gute Grundlage, auf der wir weitere Maßnahmen aufsetzen können, denn darum geht es, ein Problem in seiner zum Teil einfach auch neuen Dimension zu erkennen und daraus dann sinnvolle Maßnahmen zu entwickeln. Ich glaube, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir debattieren den Antrag, oder ich wünsche es mir, wir sind ja noch am Anfang der Debatte, dass wir diesen Antrag in einer großen Einigkeit miteinander debattieren, weil wir in Nordrhein-Westfalen eine gut aufgestellte Landschaft haben. Wir haben sehr viele Verbündete und wir stoßen ein paar weitere wichtige Maßnahmen mit dem heutigen Antrag an. Ich hoffe, dass wir das in der vor uns liegenden Debatte jetzt gemeinsam und mit einer großen Einigkeit tun. Ich freue mich sehr auf die Beratung im Ausschuss. Vielen Dank.